Die zur Wartung notwendigen Werkzeuge sind sehr simpel. Schlitzschraubenzieher sowie zwei verschiedene Imbusaufsätze. Die zur Wartung notwendigen Ersatzteile sind ebenfalls in unserem Shop erhältlich. Zum einen die verschiedenen Dichtungen, Phasendichtungen, Starter, Controller und Antriebsseite sowie die verschiedenen Schmierfette und Silikon. Im ersten Schritt öffnen wir den Gehäusedeckel. Dazu lösen wir diese 6 Schrauben und verwenden dazu einen normalen Imbusaufsatz. Im nächsten Schritt entfernen wir den Controller und lösen hierbei diese 3 Schrauben. Nun die 5 Steckverbindungen lösen. Dann haben wir den Controller entfernt. Wir müssen nun zur Gegenseite, zum Starter. Hierfür ebenfalls diese Schraubverbindungen lösen und im Innenbereich die Silikondichtungen entfernen. Um diese Silikondichtungen zu entfernen, verwendet man am besten einen normalen Schlitzschraubenzieher. Dabei darauf achten, dass diese Kabel dabei nicht beschädigt werden. Nachdem die Kabel nun befreit wurden, kann auf der Gegenseite der Starter und Rotor, also der Motorkern, entfernt werden. Wir werden nun die notwendigen Teile fetten. Zum einen hier das Nylon-Zahnrad. Hierbei ist zu beachten, dass hierfür kein normales Schmierfett verwendet werden darf. Wir verwenden hierzu das Mobile Grease 28. Zum Schmieren des Nylon-Zahnrads einfach etwas Mobile Grease, entweder mit dem Spatel oder mit der Hand, innen auftragen. Dafür ist das Entfernen des Nylonrads nicht erforderlich. Nun kann der Motorkern wieder eingesetzt werden. Falls beim Ausbau diese Dichtung beschädigt wird, dann sollte sie durch eine neue Dichtung ersetzt werden. Nun kann der Stator mit den 4 Schrauben wieder festgeschraubt werden. In diesem Fall werden wir diese 3 runden Dichtungen, die Phasendichtungen, ersetzen und diese Dichtung so belassen. Natürlich kann auch diese Dichtung, die schwarze Gummidichtung, ausgetauscht werden. Diese Gummidichtungen sind auf einer Seite offen, sodass sie ohne Probleme um das Kabel herumgeführt werden können. Wichtig dabei ist, die Gummidichtung fest in das Gehäuse einzudrücken. Meist funktioniert das auch mit einem Schraubenzieher sehr gut. Nun werden wir die Controller-Steckverbindungen wieder verbinden und in diesem Bereich ausreichend silikonieren. Auch hier gilt,
Falls diese Silikondichtung beim Ausbau beschädigt wird oder sich in einem schlechten Zustand befindet, dann sollte sie durch eine neue ersetzt werden. Hier ist zu beachten, dass die Steckverbindungen richtig fest verbunden werden. Nun werden wir diesen Bereich mit herkömmlichem Silikon abdichten. Natürlich ist auch die Verwendung einer normalen Silikonspritze möglich. Das Silikonieren hat einzig und allein diesen Grund, falls Wasser eintreten würde zwischen Controller und Gehäuse, damit es nicht weiter zum Starter kommt. Im nächsten Schritt werden wir den Controller wieder festschrauben. Hierbei darauf achten, dass die dazwischenliegende Dichtung nicht eingequetscht wird. Im letzten Schritt werden wir das große Getriebe im Gehäusedeckel und den kleinen Pinion Gear mit herkömmlichem Schmierfett fetten. Nun haben wir das große Getriebe ausreichend gefettet. Dasselbe werden wir nun beim kleinen Pinion Gear vornehmen. Auch hier befindet sich außen eine Dichtung. Sollte diese beschädigt sein, dann empfiehlt sich der Austausch der Dichtung. Nach Abschluss der Schmierarbeiten wird die Achse wieder eingesetzt. Und schlussendlich mit den 6 Schrauben wieder festgeschraubt. Die Wartung des Motors ist nun abgeschlossen. Wir haben euch das anhand des Bafang BWS-HD Motors gezeigt. Die Wartung des Bafang BWS-01 oder BWS-02 Motors funktioniert genauso. Wenn euch das Video gefallen hat, dann freuen wir uns über ein Like, einen Kommentar und wenn ihr unseren Kanal abonniert.